Ein E-Bike für unter 1000 Euro? Diese Ansage macht das Sushi Maki 2. Aber worauf müsst ihr dafür verzichten? Wir haben uns für euch auf das ganglose E-Bike geschwungen. Ein enormer Vorteil zu vielen anderen E-Bikes, das Sushi Bike gibt es in drei verschiedenen Größen, S, M und L. Damit können alle radeln, die über 1,60 Meter groß sind. Der Preis bleibt bei allen Größen gleich. Mit gerade mal 16 Kilogramm ist das Maki 2 außerdem ein echtes Leichtgewicht, das auch ohne Motorunterstützung super zum Fahren ist. Apropos Fahren. Dank der sportlichen Sitzposition und dem kurzen Lenker schlängelt ihr euch fix durch die Stadt. Wie stark euch das Rad dabei unterstützt, könnt ihr über ein Panel am Lenker einstellen. Das bietet 3 Stufen und soll auch Auskunft geben, wie voll das Sushi noch ist. Das funktionierte im Test allerdings nicht verlässlich. Verlasst euch also lieber auf die Anzeige direkt am Akku. Dieser schob uns knapp über 35 Kilometer weit. Das ist zwar nicht besonders viel, aber dafür lässt sich der abschließbare Akku ganz leicht herausnehmen und laden. Nach rund 3 Stunden an der Steckdose ist er wieder voll. Ein Zusatzakku kostet knapp 200 Euro und wiegt nicht mal ein Kilo. Ihr könnt ihn also einfach im Rucksack mitnehmen. Kritik gibt's an der E-Bike-Funktion selbst. Der Motor ist mit 200 Watt einfach zu schwach. Von der Ampel oder auf der höchsten Motorstufe schiebt er euch zwar spürbar und etwas ruppig an, bei steilen Strecken kommt er allerdings an sein Limit. Da müsst ihr ordentlich in die Pedale treten. Problem hierbei, das Bike passt sich jetzt an eure Tretkraft an und wenn ihr mal absteigen müsst, ist es extrem schwer, das Rad wieder ins Rollen zu kriegen. Hier fehlt ein Drucksensor in den Pedalen. Wer in Städten mit starken Anstiegen, etwa in Stuttgart, wohnt, für den fällt das E-Bike also zu schwach aus. Immerhin, das Sushi Maki 2 bietet für diese Situation eine Anschiebehilfe. Den verhältnismäßig günstigen Preis merken wir auch bei den rein mechanischen Bremsen und der fehlenden Federung. Auch der Sattel war einigen unseren Testfahrern zu hart. Neben einer eigenen App fehlen euch außerdem Schutzbleche. Die müsst ihr für rund 50 Euro extra dazu kaufen.